Meine Damen und Herren, die Tagesordnung vom 14. Juli 2015 sowie ein Nachtrag vom heutigen Tag mit insgesamt 75 Punkten liegt Ihnen vor. Wie Sie dem Nachtrag der Tagesordnung in den Punkten 68 bis 72 entnehmen können, haben wir 5 Aktuelle Stunden am Donnerstagmorgen ab 9 Uhr zu beraten. Des Weiteren verweise ich auf die eingegangenen an Ihren Plätzen verteilten Dringlichen Antrag der Fraktion der FDP betreffend KFA besser und gerechter gestalten, Bürger und Gewerbe nicht stärker belasten, Kommunale Selbstverwaltung stärken. Das ist die Drucksache 19-2225. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser Dringliche Antrag der Top 76. Und wir rufen ihn, wenn kein Widerspruch besteht, mit den Tagesordnungspunkten 14 und 63 auf. Dem widerspricht keiner, also tun wir es so. Der Tagesordnungspunkt 38, ein Antrag der Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Anmietung von Hotelunterkünften durch Reiseveranstalter, Drucksache 19-1983, wurde auf Wunsch der antragstellenden Fraktion nach § 28 Absatz 3 in den Haushaltsausschuss federführend in den WVA beteiligt überwiesen. Wir können auf der Basis dieser Mitteilung die Tagesordnung genehmigen. Keiner widerspricht, dann ist es so. Wir verfahren danach. Heute um 19 Uhr enden wir die Sitzung. Ich weise darauf hin, dass heute Abend die Evangelische Kirche zu ihrem Jahresempfang eingeladen hat. Bitte einigermaßen pünktlich die Sitzung auch dann zu Ende zu bringen. Wir beginnen mit Top 1, der Fragestunde, dann mit Top 2, einer Regierungserklärung, die ich dann aufzurufen gedenke. Es entschuldigt Frau Staatsministerin Puttrich den ganzen Tag. Die Kolleginnen Nancy Faeser, Ursula Hammer, Mürvet Öztürk und Astrid Wallmann fehlen ebenso heute den ganzen Tag. Der Haushaltsausschuss tagt um 501a heute nach der Plenarsitzung. Dem Kollegen Norbert Schmidt. Dem jungen Kollegen Norbert Schmidt. Mehr geht jetzt nicht. Gratuliere ich ganz herzlich zum Geburtstag. Alles Gute. Gute Gesundheit. Das war bereits am 11.07. Also ist er erheblich älter geworden seit dieser Zeit. Aber man sieht es immer noch nicht. Alles Gute. Das ist ein runder Geburtstag. Das muss ich jetzt nicht hinzufügen. Gell? Aber ich sage es nicht laut. Dass er jetzt fast so alles wie ich. Gut. Den Lothar Quanz fragen, wie sich das anfühlt. Dann haben wir festzuhalten, er ist aber nicht da, dass die Stadt Marburg uns einen Kollegen genommen hat durch Wahl. Wo ist er denn? Ich beauftrage hier mit den Kollegen Schäfer Gümbel Ihnen herzlichen Glückwunsch. Okay, alles klar. Dann warten wir, bis er das große Fass aufmacht bei seiner Einweihung. Am 1. Dezember 2015. Ja, so besorge ich euch eine Einladung von eurem Genossen. Das ist schon toll. Am 1.12. beginnt er sein Amt in Marburg. Und dann müssen wir ihm noch mitteilen, was er mit dieser wunderschönen Stadt alles zu machen hat und was nicht. Glückwunsch von uns allen an Herrn Oberbürgermeister in Spee, Dr. Spies. Meine Damen und Herren, das waren die Bekanntmachungen.